You've got a lot of nerve. Fucking I will take you back. I say you've got a lot of nerve. After hooking up with that. Trainingskontrolle im Internat. Hundetrainer André Vogt überprüft, wie Buddy gearbeitet hat. Nee, das gefällt mir noch nicht. Beim letzten Mal stand das Namenstraining auf dem Programm. Da geht noch mehr. Gut, dass Besitzerin Maike bereits fleißig übt. Buddy. 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 Hallo. Hi. Da seid ihr ja schon. Hallöchen. Ihr seid schon fleißig? Ja, genau. Sehr gut. Was hast du gerade trainiert? Namenstraining habe ich gemacht, genau. Ganz wichtiges Thema, auch beim Buddy. Ja. Ich habe aber noch was anderes für dich heute. Und zwar möchte ich, dass der Buddy lernt, sich noch viel mehr an dir zu orientieren. Ja. Ja, das heißt, wenn irgendwo was los ist, er reagiert ja auf viele Dinge. Ne? Genau. Auf Besucher unter anderem, ja, aber auch noch viele andere Sachen. Und ich möchte einfach, dass er lernt, nachzufragen. Ja? Mhm. Mehr Blickkontakt oder überhaupt Kontakt, ja, zu dir aufzunehmen. Denn nur so ist der 9 Monate alte Trouble-Teenie auch bei Besuch in den Griff zu bekommen. Buddy. Bisher war der große Schweizer Sennenhund maximal distanzlos. Er sprang Menschen an und biss diese. Nach den ersten Trainings arbeitet Buddy nun bereits konzentrierter mit. Kannst du mal anleihen? Ja. So, jetzt machen wir erstmal so ein kleines Blickkontakttraining. Das heißt, du machst jetzt ein paar Mal so ein kleines Geräusch. Und, mhm, ja, funktioniert? Ja. Sehr gut. Ja, und belohnst dann diesen Blickkontakt. Doch entweder ist die Aufgabenstellung bei Buddy oder bei seiner Besitzerin noch nicht richtig klar geworden. Okay, was wir jetzt hier sehen, ist genau unser Problem. Das heißt, auch ohne Ablenkung reagiert er gar nicht auf dich. Deswegen spulen wir das Ganze noch mal zurück, machen klassisches Blickkontakttraining. Ja, ich zeig dir das einmal, lass die Leine mal locker. So, also, das heißt, ich habe hier Futter. Ne? Da war er sehr schnell. Ja. Ja. Zeig ihm das, zieh das hier weg. Fein, super. Ja? Also, du zeigst ihm das Futter, ziehst es hier weg, er schaut zum Futter. Ja, fein. Und so, also hinhalten, weg damit. Ja, super. Und da war es fast schon das erste Mal, ohne dass ich ein Geräusch machen musste. Das ist doch unser Ziel am Ende. Das heißt, er soll von sich aus auf die Idee kommen, dich anzuschauen und zu merken, das lohnt sich. Für einen Hund sollte sich das immer lohnen. Blickkontakt ist eine gute Geschichte, brauchen wir ganz häufig. Du hast gesehen, wie es geht? Ja. Dann bitteschön. Und siehe da. Buddy lernt schnell. Fein. Gut, dann versuchen wir jetzt mal, ohne dass du dieses Geräusch machst, und warten einfach auch mal länger. Solange er motiviert ist und Bock auf das Futter hat, ist alles gut. Mhm. Ne? Und du sitzt es mal aus, machst gar nichts, schaust ihn aber ganz bewusst auch an. Okay. Ne? Buddy ist verwirrt. So macht dem störrischen Teenie das Lernen offensichtlich keinen Spaß. Ja, also dann musst du ihn ein bisschen zurückholen, ne? Dass er in der Übung drin bleibt. Und noch mal von vorne. Fein. Genau, und ruhig noch ein bisschen. Das ist so fein. Du sollst schon merken, bäm, ja, hier, ja, habe ich gerade was richtig gut gemacht. Ne? Also, ja, betone das ruhig ein bisschen, okay, mehr. Also, jetzt das Ganze mit mehr Power. Ja, sehr gut. Von ihm aus entschieden, er hat dich angeschaut, ohne dass du es irgendwie manipuliert hast. Ich möchte jetzt noch eine Sache abbauen, und zwar das Futter nicht mehr so präsent, sondern einfach mal hinter den Rücken. Okay. Ja, und dann schaust du ihn an und dann schauen wir mal, ob er auch da einfach mal denkt, könnte sich ja lohnen, wenn, ja, er dich mal anschaut. Ne? Gut. So, dann los geht's. So. Ja, sehr schön. Super. Genau so soll es aussehen. Das musst du jetzt weiterbauen zu Hause. Gerne auch draußen auf dem Spaziergang. Immer mal drauf achten. Ne? Ja. Ich möchte, dass Buddy lernt, von ihm ausgehender Blickkontakt lohnt sich. Das, mhm, wollen wir fördern. Da möchte ich, dass er das mehr zeigt, viel mehr als vorher. Alles klar. Irgendwelche Fragen? Nein, momentan nicht. Okay, dann sei fleißig und dann sehen wir uns beim nächsten Training. Alles klar, danke. Mach's Ciao. Gut. Ciao. Buddy hat die wichtigsten Trainingsziele geschafft. Jetzt muss Besitzerin Maike weiterarbeiten, um das bislang Erreichte zu festigen. Ich trainiere eigentlich, ja, so 24/7 mit ihm, muss ich sagen. Also echt, dass ihm das schon aus den Ohren rauskommt, damit es auch immer besser wird.